Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobbelt und unser Thema heute: 5 Gründe für die Rose Rose d'Orest. Ich bin ein richtiger Fan dieser Rose und ich möchte 5 Gründe aufzählen, warum ich es bin. Das erste ist, sie ist sehr gesund. Sie gehört zu den gesündesten Rosen bei uns in der Baumschule, auch bei uns im Garten. Sie funktioniert einfach an jedem Standort und das ist sicher ein riesiger Vorteil. Der zweite Grund, sie wächst sehr regelmäßig. Sie bildet auf einer Ebene die Blüten aus und 5-6 Wochen später auf der nächsten Ebene den zweiten Schub Blüten und dann noch einen dritten Schub Blüten. Also sie hat einen sehr regelmäßigen Wuchscharakter und kann auch entsprechend in Hecken im Hintergrund von Rabatten als mittelhohe Strauchrose eingesetzt werden. Der dritte Grund, sie duftet wunderbar und intensiv und auch die Farbe, ein intensives Dunkelrosa bis Rot, gefällt mir persönlich sehr gut, auch wenn die Blüte nur mittelgroß ist. Der vierte Grund, gerade wegen diesen Eigenschaften ist Rose d'Orest perfekt, um in der Küche benutzt zu werden. Sie wird von vielen Herstellern von Spezialprodukten, von Rosenteigwaren, von Rosenessenzen, von Rosenessig, von karamellisierten Rosenblättern als Grundstoff benutzt, weil sie eben so gesund ist, weil sie keine Krankheiten bekommt und weil damit die Blütenblätter mit gutem Gewissen für die Küche, für die duftende Rosenblütenküche benutzt werden können. Und der fünfte Grund, nun ja, sie funktioniert einfach an jedem Standort, sie funktioniert überall, sie ist problemlos, sie kann auch ganz leicht geschnitten werden, ist auch ein wichtiger Grund. Man schneidet sie einfach ungefähr 50, 60 cm unter die gewünschte Endhöhe runter, man kann sie auf einer Ebene schneiden und wird dann auch die Blüten wieder, wie am Anfang gesagt, auf 3 verschiedenen Ebenen im Verlauf der Vegetationsperiode wiederfinden. Zuerst Ende Mai, Anfang Juni, dann jetzt Mitte Juli, Ende Juli. Und Schluss nochmals im September. Das waren ein paar Tipps zur Strauchrose Rose d'Orest, einer alten Sorte aus dem 19. Jahrhundert, einer Portlandrose. Wie immer diskutieren Sie mit, bringen Sie Ihre Erfahrungen mit Rose d'Orest ein und gärten Sie weiter.